Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, es ist lang her, aber ich bin wieder da. Und zwar war ich im Action, dann habe ich ein wenig bei Ideen mit Herz geshoppt, dann Kleinanzeigen. Ja, ich glaube, das war es. Ich meine, das war es. Ich würde sagen, ich fange aber erstmal mit dem Action an. Ich habe ein bisschen gesammelt, ne? So, und zwar erstmal eine Aufbewahrung. So, das hier. Die Preise weiß ich jetzt allerdings jetzt nicht mehr. Die habe ich glaube ich mit aufgehoben, keine Ahnung. Aber hier, das war jetzt nicht so teuer, ich glaube 1,50 oder sowas. Da wollte ich dann meine Klebematerialien vielleicht reinmachen und halt so, keine Ahnung, Papier und sowas, Papierreste. Habe ich mir so gedacht. So, und dann habe ich hier so ein kleines Schälchen noch geholt. Das kostet, das weiß ich noch, 39 Cent. Ja, für Stanzteile oder so, für da reinzumachen. Ich mir gedacht. Ja, dann. Ja, hier so ein Tacker, ne? Der hat 99 Cent gekostet. Ich kann den mal gerade aufmachen. Ein Messer. So sieht er aus. Ja, ist nichts Berühmtes, ne? Aber für meine Zwecke reicht das. Und dann natürlich so Ersatz Heftklammern. Schon sind da überhaupt drin. Gute Frage, nächste Frage. Ja? Keine Ahnung, steht gar nicht drauf. Ja, egal. Ist auf jeden Fall mal genug. So. Noch da rein. Dann habe ich mir eine Stanze mitgeholt. Diese hier, so Tiere. Ne? Eigentlich so Waldtiere, würde ich jetzt mal so sagen. Fuchs, Schwein, ja, ein Hase, Igel. Die hat 1,99 gekostet. Genau. Ah ja. Aber zeige ich euch gleich, bei Schein habe ich auch noch Stanzen bestellt. Die sind auch angekommen. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht. So, dann habe ich mir beim Action hier diese Stanzer mitgenommen. Ich glaube 3 Euro oder 3,99. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Die habe ich mitgenommen, aber ich finde die jetzt nicht so gut. Ich habe die schon getestet. Ja, sind halt klein, ne? Aber für den Preis kann man ja nichts sagen. So, dann habe ich mir hier diese Kugelschreiber mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich die auch schon mal gezeigt habe. Ich glaube nicht. Das wird am Preis draufstehen. Genau. Das sind 15 Stück drin. Die waren auch nicht so teuer. 1,99, glaube ich. Die würde ich gerne benutzen für, ich wollte jetzt so Verpackungen basteln, ne? Ich habe ja schon mal so eine Verpackung gebastelt, für Weihnachten, für einen Kugelschreiber-Verpackung. Ja, und dafür möchte ich das benutzen. Genau, so. Dann kommen wir mal zu Papier. Einmal das. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Hier. Dann das hier. Verschiedene Papiere, also Weiß, Kraft und Schwarz. 1,89, glaube ich. Durfte mit. So, dann das hier. Das kostet 1,99 und 24 Farben.
Fand ich nicht schlecht. Kann man aber gut gebrauchen, finde ich. So, da ist mir jetzt auch aufgefallen, dass in Action gibt es diese Kartenrohlinge nicht mehr und ja, die Verpackungen für Karten, also die Tüten, die gibt es auch nicht mehr. Auf jeden Fall nicht mehr bei uns hier unten. So. Ich räume das mal gerade ein bisschen weg hier. Und zwar habe ich mir noch einen Block, einen Designblock gekauft beim Action. Den hier. Sunshine and Daisies. Den fand ich ganz schön. Hier finde ich schön. Also noch dazu sehen. So. Und das hier ist auch sehr schön. Also ein sehr schönes Motivpapier, finde ich. Das war auch der einzigste Block, der mir gefallen hat. Ja. So, habe ich jetzt alles aus dem Action. Ja, hier. Bei Ideen mit Herz habe ich das geholt. 3,97 €. In Weiß. Tonkarton. 20 Bögen, 300 Gramm und dann hier in Schwarz, auch 20 Bögen, 220 Gramm. So, dann habe ich mir dieses Designpapier Herbst 2 bestellt, 4,97 €. Sehr schön. Ja, ein bisschen schnell da drauf. Und hier mit der Vogelscheuche finde ich ganz schön. Und hier mit den Kürbissen. Ja. Ja, viele Blöcke waren ausverkauft, die mich jetzt noch interessiert hätten. Ob sie alle gehen. Dann habe ich den hier noch geholt. Geburt 1. Kann man schön so ein Album, also ein Babyalbum, ne? Könnte man damit machen. Finde ich schön. Das ist auch schön. Ja. Schöner Trichter, schöner Papier. Ja, kostet dasselbe, ne? 4,97 €. So, dann habe ich noch eins. Weihnachtszeit, ja, das ist ja voll meins, gell? Herbst und Weihnachten. Das ist schön, hier das. Auch hier mit dem Baum finde ich auch sehr schön.
Oder hier mit den Engeln, ne? Ja, das war's. Das war jetzt von Ideen mit Herz. Ich habe vergessen, euch noch die Lampe zu zeigen vom Action. Das ist hier so eine Halogenlampe. Moment. Die kann man aufladen. Hier ist so ein Anschluss. Ja, finde ich nicht schlecht. Die hat 6 Euro, also knapp 7 Euro gekostet. Finde ich nicht schlecht. So. So, dann zeige ich euch mal gerade von Shein, also oder Shein. Habe ich mir diese Stangen hier mitgeholt. Das sind so Regenschirme oder Sonnenschirme, wie auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht braucht ihr die Artikelnummer. Und die. Und dann hier mit so Herzen. Und hier die Artikelnummer. Falls es jemandem gefällt. Ich wollte die jetzt mal testen, wie die sind. So, dann bei Kleinanzeigen. Ich habe mir auch Designpapier. Ja. Aber das ist nicht mehr vollständig. Aber das war mir egal. Das soll für den Geknister. So, und zwar einmal das hier. Ist das nicht schön? Das ist auch traumhaft, oder? Einmal den großen Block und dann habe ich noch einen kleinen Block. Das ist auch ganz schön. Ja. Das ist auch schön. Das ist auch nicht schlecht. Paris. Und das hier. Finde ich auch ganz schön. Stiefmütterchen sind da drauf, ne? Ja. So, den. Weg. So, der ist aber allerdings schon angebrochen, wie ich ja gesagt habe. Ne? Hat die irgendwie schon abgeschnitten oder so? Ja, das ist quasi wie der große, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist wie der große. Was hat der Fehler nicht dabei? Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Und der hat mich 8 Euro gekostet. Das alles. Der große und der kleine. Genau, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Also den gemischten Roll eher gesagt.
Ich werde es in Zukunft auch wieder öfters Videos machen. Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen Abend, wie auch immer, wann ihr mein Video schauen tut. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.